Peter, du bist doch unser Tausendsasser. Das heißt, du hast nicht nur die Ruggeds unter dir, sondern eben auch die Workstations. Und genau in dieser Mission bist du heute hier und hast ein Produkt mitgebracht. Aber bevor wir wirklich auf dieses Produkt schauen, die große Frage, man kennt ja Precision eher in dem CAD-Umfeld. Ja? CAD-Anwender, die eine Precision brauchen, mehr Performance, mehr Power. Und nehmen wir mal mich als Beispiel. Ich arbeite ab und an auch mit sehr intensiven Excel-Programmen, brauche da auch ein bisschen Power. Wer ist denn jetzt wirklich der Anwender? Ja, also ich meine ganz besonders jetzt, seitdem relativ viel ins Homeoffice verlagert wurde und ja auch mit Applikationen, sei es Teams, Zoom, Power BI und du hast ja auch Excel genannt und so weiter und so fort, erweitert sich natürlich auch so ein bisschen unser, ich sag mal, nicht Kundenkreis, aber der Kreis der Nutzer für eine Workstation. Wir sehen zum Beispiel einen sehr großen Fortschritt, wenn ich Teams nutze und eine spezielle Konfiguration einsetze und so weiter und so fort. Man kann auch natürlich als Nicht-Konstrukteur oder Ingenieur absolut von der Workstation profitieren, definitiv. Okay, super. Und sag mal in kurzen Punkten, was ist jetzt wirklich neu im Precision Portfolio seit diesem Jahr? Was gab es für Anpassungen? Ja, also ganz besonders, ich habe ja jetzt hier ein Beispiel mitgebracht. Das Produkt ist zwar offiziell schon vorgestellt, allerdings noch nicht erhältlich. Am 18.05. kann man es endlich bekommen. Wir reden hier von unserer 5680. Manche Kunden kennen vielleicht unser 5000er Portfolio im Workstation-Bereich und wir machen jetzt quasi aus 15 und 17 Zoll, treffen wir uns genau in der Mitte und haben hier die 16 Zoll, wie gesagt 5680 jetzt vorgestellt. Mhm. Sehr, sehr gute Konfiguration, sehr flexibel, auch im Grafikkartenbereich, sehr hoch aufrüstbar. Ja. Ja, super. Und kannst du vielleicht ein bisschen was erzählen? Jetzt hast du schon gesagt, es ist eine neue Zollgröße. Ne? Es gab 15 Zoll, es gab 17 Zoll, jetzt sind wir da in der Mitte. Gibt's vielleicht, was gibt es sonst Allgemeines vielleicht erstmal noch zu sagen über dieses Gerät, was unsere Kunden unbedingt wissen müssen? Ja, ja, also manch einer hat es vorher immer so ein bisschen belächelt. Es gab ja noch eine kleine Schwester davon, das XPS. Und hier reden wir aber über Precision Unique ID. Also das ist quasi aus unserer Produktgruppe entstanden. Dadurch haben wir halt auch ein paar Commercial Features, die es vorher nicht gab. Contacted Smart Card wäre zum Beispiel eins. Ja, Vipro Enterprise ist ein wichtiges Thema. Und natürlich die Flexibilität in der Konfiguration. Ja? Verschiedene Prozessoren, verschiedene Grafikkarten, bis hin zu 16 GB Grafikkarten. Also es ist wirklich super aufrüstbar. Bis 64 GB Arbeitsspeicher, 4 TB Festplatte und so weiter und so fort. Also können wir noch eine ganze Weile weitermachen. Ja, auf jeden Fall. Und ich muss mich ja outen. Ich bin ja riesen Precision-Fan. Einfach, weil ich insbesondere dieses Gerät wirklich, ich sag's nochmal, wirklich schön finde. Also es ist optisch wirklich einfach, es macht super was her. Man sieht das jetzt hier ja auch, ne? Also es hat ein sehr, sehr großes... Ich fühle mich geschmeichelt. Ja, es hat ein sehr großes Touchpad, auch die Lautsprecher sehen wirklich schick aus. Also ich muss halt ehrlich sagen, weißt du, wenn ich so an Precision denke und Engineering, das klingt alles so sehr technisch und so sehr groß und schwer und so. Aber man sieht halt eben auch, dass das durchaus was anderes sein kann. Ne? Absolut. Und wir sind ja heute hier auch in der Ausstellung. Ich habe noch ein Modell von 2013 dabei, mit halb so viel Performance, wenn überhaupt, aber mindestens doppelt so dick und fast dreimal so schwer. Ja. Okay, und ich kann mich Robby auch nur anschließen. Ich finde es auch wirklich super schick, die Precision. Was mein Punkt immer ist, ich favorisiere immer einen kleineren Formfaktor. Also wenn ich hier sehe, 16 Zoll, das ist halt schon... Eine Wucht. Ja. Gibt es denn im Portfolio auch, sage ich mal, kleinere Zollgrößen, die jetzt wie zum Beispiel für mich passender wären? Ja, absolut. Also die 5680 hat noch eine kleine Schwester oder kleinen Bruder, je nachdem, wie man das möchte. Die 5480 kennt vielleicht schon der ein oder andere. Es gab einen Vorgänger 5470. Die Besonderheit dort ist ebenfalls, obwohl wir einen sehr, sehr kleinen Footprint haben, auch sehr leicht, kommt dir zugute, 1,48 Kilogramm, ja, also wirklich sehr, sehr leicht. Trotzdem H-Prozessoren, diskrete Grafikkarte, 64 GB Arbeitsspeicher, 4 TB RAM. Also du siehst schon, selbst deine Heavy Excel Workload ist kein Problem, egal ob 14 oder 16 Zoll, kriegen wir hin. Okay, ja, sehr schön.
Hat sich denn vielleicht auch, du hast es gerade gesagt, diskrete Grafikkarte, hat sich da auch noch irgendwas geändert, was wir unseren Kunden noch sagen sollten, vielleicht auch konkret bezogen auf das Gerät? Wir hatten ja gerade auch das Thema Teams und ich höre mal, wenn ich mit Kunden spreche, dass es dann doch die ein oder andere Herausforderung gab. Jetzt in der Zeit, wo viel im Homeoffice gearbeitet wurde, selbst viele Team-Meetings virtuell abgehalten wurden, dass es da schon mal die Aussage gab, na, das klemmt ein bisschen. Und wir haben einfach gesehen, dass man absolut davon profitieren kann, System mit diskreter Grafikkarte, auch für, wie gesagt, reine Office-Anwendung, sei es Teams oder Zoom, absolut davon profitieren kann, einfach weil es ein bisschen smoother funktioniert, weil die Workload von der CPU ein bisschen ausgelagert werden kann auf die Grafikkarte. Ja, ich finde, das ist super spannend, weil das ist jetzt, also zumindest für mich, gut, ich habe jetzt nicht viel mit Workstations zu tun, aber zumindest für mich war das jetzt nicht unbedingt intuitiv zu sagen, wenn man da eine Grafikkarte hat, kann das helfen, besser in Teams zu arbeiten, weil ja Teams durchaus ja auch eine Lösung ist, die hat ja so gut wie jeder. Ne? Ja. Und insofern ist das, glaube ich, auch ein spannender Use Case, der ja eben nochmal deutlich über diesen klassischen Precision Engineering Use Case hinausgeht und einfach auch zeigt, wie diese kollaborative Welt, in der wir leben, eben auch zunehmend Performance braucht. Und eben da denke ich, und wenn das Gerät, sorry, ich muss es nochmal sagen, auch noch so schick aussieht, dann ist es natürlich auch nochmal eine ganze Stange leichter.